Er hat befehligt 100.000 Zivilisten. Er hat keinen Befehl gegeben. Er hat keinen Befehl gegeben, Juden zu vernichten. Und deswegen, dazu stehe ich. Und deswegen. Ich habe dir doch gerade vorgelesen, was sein Programm war. Die Juden waren die größten Feinde von ihm. Selbst noch vor Russen und Polen und Deutschen. Es gab Flugblätter, als die Deutschen reingekommen sind nach Lviv. Da hieß es: Volk, das musst du wissen. Moskowiten, Polen, Ungarn und Juden, sie sind deine Feinde. Vernichte sie, das musst du wissen. Deine Führung, dein Führer Stepan Bandera. Stepan Bandera, герой для какого-то процента украинцев. И это нормально, это классно. Это один из тех людей, который защищал свободу Украины. Да. Stepan Bandera, герой. Stepan Bandera, герой. Stepan Bandera, герой. Это классно, это классно, это классно, это классно. Да. Да. YouTube, eine Plattform, auf der so viel zensiert wird, dass man meinen könnte, sie würde von einer russischen Firma betrieben. Jetzt haben die ein Video von mir gelöscht, in dem ein Franzose zeigt, dass das Azov-Emblem einem Nazi-Symbol entspringt und er lediglich die Frage stellt, wie es sein kann, dass die französische Regierung und die EU diesem Bataillon Waffen und Munition schickt.